Wir haben, denke ich, viele, viele gute Sachen gemacht, immer wieder phasenweise auch, nicht übers ganze Spiel hinweg. Hatten diesbezüglich dann auch Phasen, wo wir es nicht so gut gemacht haben, wo wir vielleicht auch vielleicht zu Beginn der zweiten Halbzeit, wo wir dann so ein bisschen zögerlich waren, wo wir vielleicht so den letzten Druck vermissen lassen haben, dann aufs zweite Tor zu gehen. Wurden dann vielleicht ein bisschen geweckt mit den zwei Großchancen von Cottbus und danach haben wir uns wieder gefangen und haben es dann wirklich ordentlich gemacht und dann relativ schnell das zweite, dritte Tor gemacht und dann war es ja eigentlich auch entschieden und deswegen glaube ich, dass wir vieles gut gemacht haben, viele gute Ansätze, aber auch noch wirklich auch viele Dinge haben, an denen wir arbeiten müssen, wo wir uns weiterentwickeln müssen und um das dann in Aalen auch besser zu machen.